Ja, das waren schon einmal Bilder einer Stadt wie Schwedt. Schwedt, eine Stadt, die ein Theater hat, ein Kaufhaus, kein Kino, diverse Clubs und Kneipen und natürlich auch das Café Lisa, aus dem wir uns heute Abend melden. Seien Sie herzlich willkommen und guten Abend. Die einstige Chemie-Metropole, wo heute jeder vierte arbeitslos ist, wo jeder dritte Jugendliche nach der Schule keine Lehrstelle findet, wurde überschwemmt wochenlang von Fernsehteams, die eine Stadt zeigten, wo die Bürger vor rechten Schlägern kuschten, wo Stadtverwaltung wie auch Polizei sich von organisierten Neonazis vorführen lassen. Auch der folgende Film des ORB gab schlaglichtartig diese Situation wieder. Ein Film, der übrigens in dieser Woche als bester Informationsbeitrag ausgezeichnet wurde. Diesen Film schauen wir uns jetzt zunächst einmal an. Danach werden wir dann noch über die Stadt Schwedt von heute reden. Doch zunächst der Film Die Stadt gehört uns. Ende der Randale in einer Einzimmerwohnung. Ruhestörender Lärm, Schlägereien und rechtsradikale Parolen rissen die Nachbarn aus dem Schlaf. Die Polizei räumt die Wohnung. Die Beteiligten werden abgeführt. Ein Zivilfahnder trägt blutverschmierte Beweisstücke nach unten. Schwedt, eine neue Dimension rechter Gewalt. Ja, dann kannst du filmen, die Fresse. Freitagabend. Ein ganz gewöhnliches Wochenende in Schwedt hat begonnen. Die Festnahmen in der Nuschkestraße 1 sorgen vorübergehend für Ernüchterung. Trotzdem die üblichen Parolen. Abtransport zur Ausnüchterung. Zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kommt es nicht. Die Randalierer spüren, dass sie heute die Schwächeren sind. Wir fragen Schaulustige, die die Szene aus sicherer Entfernung beobachten. Passiert das oft hier? Ja, ganz schön oft. Das erste Mal, einmal. Ja, kannst du ja. Hier, ja. Aber sonst in Schwedt eigentlich oft. Jo. Ja. Was denkt ihr so, wenn ihr das seht? Ja, was soll man machen? Scheiße. Wir können ja nichts machen. Scheiße. Kommst du denn da entgegen, kriegst gleich Power of Maul, was blöd angemacht, wie es ich jetzt hier, wie unser End, jetzt wie O-Ringe und so drin, oder wie Basecap auf oder so. Ja. Viel Kacke. Ist doof. Und ihr zählt euch auch nicht dazu, zu den Rechten? Pff, ich meine, ich weiß nicht dazu sagen, sonst kommen sie alle auf uns hoch und so. Ja, also. Na, eigentlich, nee. Ich bin mehr neutral, so, eigentlich ja nicht. Ja. Hast du Angst, auch was darüber zu sagen? Ja, ein bisschen ja. Warum? Naja, weil ein bisschen von, viele, zu viele von denen hier. Also, das ist meine Ansicht, so, beim Ganzen. Der letzte von vier volltrunkenen Jugendlichen wird in die Hauptwache geschafft. Er und die drei anderen werden die Nacht in der Zelle verbringen. Von dem Verletzten, den es gegeben haben muss, fehlt bis jetzt noch jede Spur. Die Schwedter Polizei ist hoffnungslos unterbesetzt und dafür bekannt, dass sie meistens erst kommt, wenn schon alles vorbei ist. Die 15 Einsatzkräfte der Wochenendschicht schaffen es meistens nur, aggressive Besoffene einzusammeln. Heute ist ein zusätzlicher Einsatzwagen mit 10 Bereitschaftspolizisten da. Ohne diese 10 wäre die Wohnungsräumung gar nicht erst möglich gewesen. Schwedt ist mittlerweile ihr Haupteinsatzort, denn hier ist die rechte Gewalt eskaliert. Das Vertrauen in die Polizei ist geschwunden. Als die Polizeipräsidentin hört, dass wir in der Stadt sind, kommt sie selbst noch am späten Freitagabend. Der Ruf der Polizei ist schlecht. Die Hauptwachenleiter will sie nicht sprechen lassen. Rechte Gewalt wird zur Chefsache. Trotz positiv gedachter Bemühungen, auch hier insbesondere seitens der Stadtverwaltung, auch diesen Jugendlichen, sage ich mal, sich diesen Jugendlichen zuzuwenden und diese Jugendlichen auch zu betreuen, hat es im Gegensatz, im Widerspruch eigentlich dazu, einen starken Anstieg der rechtsmotivierten Gewalttaten 1993 in Schwedt gegeben. Also ganz konkret liegt Schwedt damit an der Spitze bei uns im Präsidialbereich und stellt für uns also auch einen Brennpunkt dar, gerade bei diesen Straftaten, die uns natürlich sehr zu schaffen machen. Die Opfer der Straftaten landen im Krankenhaus.
hier in der uckermärkischen Klinik. Zwei Jugendliche wollen ihren Freund besuchen, der zusammengeschlagen im OP liegt. Der Arzt versucht, sie nach Hause zu schicken. Sie gehen ohne Auseinandersetzung. Häufig läuft es anders ab. Wenn wir hier die Verletzten behandeln, kommt ja immer eine Horde hinterher, die irgendwo rundherum mit beteiligt waren und so wie jetzt, vorhin gerade. Und wenn wir sie versuchen zu beruhigen, abzuweisen, das Krankenhaus verlassen möchten oder so, geht zu uns, wir euch lauern wir auf, dein Gesicht merken wir uns oder so. Ne? Wenn sich so auch die Türen hier angucken von der Rettungsstelle, ne? Die sind ja schon richtig instabil, so oft wie die da schon gegengetreten haben. Und wir drüben auch. Also sicher fühlen wir uns hier nicht. Wir sind nachts hier zu zweit, alleine, zwei Schwestern. Wenn da draußen was auf dem Hof ist, geht keiner ran, aber uns hier an die Tür. Haben wir Angst. Also die Gewaltwelle ist hier auch für Schwedt sehr, sehr typisch. Ob nun rechts oder links, das ist für uns nur schwer zu sagen. Wir sehen nur die Ergebnisse letztlich hier. Und das Spektrum reicht ja, von Bagatellverletzungen, wobei Bagatellverletzungen hier schon Nasenbeinbrüche sind, bis hin zum Totschlag. Das ist doch alles vertreten. Die meisten oder sehr viele sehen wohl von Anzeigen ab, weil sie eigentlich wissen, worauf sie sich einlassen. Wieso? Ja, kann ich jetzt nur so beurteilen aus dem, was man so hört. Sicherlich aus Gründen der Angst vor neuen Übergriffen, vor Rachefeldzügen, weiß ich nicht. Die Gewalt gehe eindeutig von rechts aus, das sagt der Arzt, wenn die Kamera nicht läuft. So deutlich will er es offen nicht sagen, denn der Arzt und die Schwestern fürchten Racheakte. Die Angriffe können sich gegen jeden richten. Immer häufiger würden auch Obdachlose von jugendlichen Klicken zusammengeschlagen. Die sozial Schwachen, ne? Die jetzt, die Penner eben, die Alkoholiker. Da ist ja im Prinzip nichts zu holen. Die haben ja nichts in der Tasche, ne? Aber werden sinnlos zusammengeschlagen. Du bist es nicht wert zu leben. Nach dem Motto. Samstagmorgen. Die Silhouette des petrochemischen Kombinats, der Nerv der Stadt. Von ihm, dem sogenannten PCK und der Papierfabrik, haben die Schwedter gelebt. Trotz Investitionen gingen allein im PCK 7000 Arbeitsplätze verloren. Jeder fünfte ist heute arbeitslos. Vom historischen Stadtkern ist wenig geblieben. Kurz vor Kriegsende wurde die Stadt an der Oder in Schutt und Asche gebombt. Über die Hälfte der 50.000 Einwohner lebt in Plattenbausiedlungen. Die Viertel haben keine Namen. Es sind Wohnkomplexe, kurz WKs, der Einfachheit halber durchnummeriert. WK 6 bis 8, der soziale Krisenherd. In seinem Mittelpunkt rund 10.000 Jugendliche. Vor der Wende in sozialistischen Jugendverbänden organisiert, nach der Wende der Freiheit überlassen. Das Freizeitangebot ist dürftig. Nur ein paar Clubs und Kneipen, kein einziges Kino. Die Stimmung ist gespannt. Die Atmosphäre wirkt beklemmend. Wir sind auf dem Weg zu Kai, in ein Dorf am Rande der Stadt. Der 19-jährige Schüler wurde Opfer rechtsradikaler Gewalt. Kai fährt mit dem Moped vor uns her. Mit seinem Freund teilt sich Kai eine kleine Wohnung. Sein Zimmer ist gleichzeitig die Küche. Aber für 170 Mark im Monat kann man nicht viel erwarten, meint er. Eigentlich wollte er dieses Jahr sein Abitur machen. Doch daraus wurde nichts. Im Februar wurde Kai vor einem Jugendclub in Schwedt von Rechtsradikalen brutal zusammengeschlagen. Wenn sein Freund Christian ihm nicht geholfen hätte, wäre Kai wohl auf der Straße gestorben. Christian will nicht erkannt werden. Wenn die Täter wissen, wer er sei, könne das für ihn lebensbedrohlich werden. Kai kann sich an nichts mehr erinnern. Nur Christian weiß noch, was geschah. Er hat Kai da hinten gesehen, dann hat er da gelegen. Und ihn hat immer mit dem Kopf, also immer mit den Füßen auf seinen Kopf so aufgesprungen und so. Weg hin, weil er hat nie aufgehört. So fanatisch, immer auf den Kopf, richtig mit Schlusssprung und so. Schön hat sie noch am Geländer festgehalten. Der war wie im Traum, hat richtig auf, immer. Und na, dann bin ich da hingegangen, hab ihn runtergeholt und so. Also, na, hab aus Notwehr halt gemacht. Ich hatte auch einen Knöppel, na klar. Aber was sollte, das war mein Kumpel. Ich guck runter, liegt da eine Blutlache und so. Oh, Schrecke, erstmal Schreck gekriegt. Runtergegangen, ey, hat nichts mehr gesagt, ey. Augen offen gehabt, in den Himmel geguckt, nichts mehr gesagt. In ihrer Praxis treffen wir Kais Mutter.
Als die Tierärztin vom Überfall auf ihren Sohn erfuhr, lag er schon auf der Intensivstation. Diagnose: Schädelhirntrauma dritten Grades. Danach gibt es nur noch den Exitus. Hatte immer so Trancezustände und sowas. Keiner wusste so richtig damit was anzufangen. Die hatten zweimal CT gemacht im Krankenhaus. Er hatte eben Veränderungen an der Großhirnrinde. Hat er gehabt. Die Schädelknochen waren heil geblieben, aber dieses ständige stumpfe Trauma, nicht? Es ist ja praktisch der Hinterkopf wahrscheinlich unentwegt bearbeitet worden, ne? Mit Schuhen oder mit Stöcken oder was weiß ich. 8 Monate nach dem Überfall ist Kai noch immer nicht voll genesen. Beim Sprechen hat er Schwierigkeiten. An das Abitur ist momentan nicht zu denken. Stattdessen leistet er ein freiwilliges soziales Jahr. Wie fühlst du dich denn so hier in der Stadt jetzt? Ja, also ich muss dazu sagen, zumindest mit der rechten Szene vom Äußerlichen her, hat es sich in Schwedt seit dem Überfall in Wende dann eigentlich gebessert. Man sieht nicht mehr so viel mit Bomberjacken und Stiefel rumlaufen und Glatze. Sie haben sie mehr so dem normalen Typ angepasst. Aber ich meine, die Gefahr ist immer noch da, dass man ständig in Schwedt bedroht werden kann oder angepöbelt. Das ist eigentlich normal, das ist fast jeden Tag gewesen. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde Kai erneut von Rechtsradikalen überfallen. Die Täter, meist nicht älter als 20, gehören zum harten, gewalttätigen Kern einer rechten Szene, die immer mehr Anhänger bekommt. Einzeln wirken sie eher scheu und unbedarft. Wenn die Kamera läuft, ist es ihnen unangenehm. Aber sie fühlen sich gefordert und machen keinen Hehl daraus, wer in der Stadt das Heft in der Hand haben soll. Ja, im Moment nur die Rechten. Warum? Weil die am meisten verliebt. Keine Ahnung. Eine ganze Menge. Werden es mehr? Klar werden es mehr. Warum werden es mehr? Warum? Ja, weil sie es langsam alle insehen. Der ganze Kacke hier ist viel zu viel Kanaken. Ich meine, Schwedt, das geht noch. Aber die anderen Städte, wenn man so mal nach Berlin fährt oder so, vor der Gedächtniskirche, da hängen da mit Punks und wie sick, was für ein Müll alles rum. Das ist total scheiße da. Wenn du da mal auf die Straße kriegst, da rennen mehr Kanaken rum als alles andere. Was ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel abends zusammensteht und ihr seht, dass da ein Linker oder ein Punk oder irgendjemand, der euch eigentlich nicht passt, vorbeiläuft? Was passiert? Ja, wird da voll gelabert. Ja, ist eigentlich auch nicht. Ich meine, manchmal, wenn, sagen wir mal, Kumpels oder so angesoffen sind, dann hauen sie noch rum oder was. Kommt immer ernst drauf an. Die Gewaltausbrüche sind unberechenbar und unvorhersehbar. Die potenziellen Opfer passen sich an. Es ist Samstagnachmittag. Die Rapper, die gerne schwarze Rapmusik hören, die Normalos und die Stinos, das sind die Stinknormalen, bereiten sich auf die allabendliche Jagd durch die Wohnkomplexe vor. Soll ich denn auch schon mal was passiert hier? Nö, mir noch nicht. Glück gehabt. Wir sind immer gut weggekommen. Bis jetzt konnten wir mal gut rennen. Wie äußert sich denn? Kommen denn da so ganz viele so oder einzeln? Erst kommt einer, der guckt, und dann kommen viele. Und dann muss man machen, dass man wegkommt, oder wenn man Mumm hat, wartet man eben. Ja, aber ist das denn wirklich so gefährlich? Na, ich weiß nicht, ob sie das nicht als gefährlich empfinden, wenn sie eine so eine große Faust in die Sicht kriegen oder so. Das ist schon ein bisschen gefährlich, also ein bisschen. Für die Jüngeren, so scheint es uns, wird die Bedrohungssituation zwischen den Plattenbauten mitunter zu einem abenteuerlichen Spiel. Manche Ältere hingegen stehen ratlos und verängstigt vor dem, was sich unter ihren Balkonen abspielt. Ich bin so mutlos manchmal. Ich traue mich auch, wenn die da nachts und abends randalieren unter unserem Fenster. Ich traue mich nicht, auf die zu schimpfen, in Erwartung dessen, dass ich mich vielleicht eine Stunde hingelegt habe und dann kommt durchs Fenster in mein Bett eine Klamotte. Abwegig ist es ja nicht. Sie sind ja nicht dumm, sie gucken ja, wo jemand wohnt. Seit der Wende versucht die Stadt, die rechte Gewalt unter Kontrolle zu bringen. Sie setzte auf Dialog. Gut gemeint, schlecht gemacht. Mit einem Raum im Freizeitzentrum HIT wollte sie die Gewalt von der Straße holen. Die Sozialarbeiter waren dem Projekt nicht gewachsen. Die Gewalt ging weiter. Der Keller wurde zum Treff der rechtsradikalen Szene. Inzwischen ist er geschlossen.
Wir treffen uns am Nachmittag mit Jugendlichen aus dem harten Kern. Sie zeigen sich nur im abgedunkelten Raum. Den Keller wollen sie zurück. Nur darüber erlauben sie uns, mit ihnen zu sprechen. Ich meine, wenn man auf der Straße hängt, hat man irgendwie öfter mal das Ding einfach, weiß nicht, man hat irgendwie mehr Frust, ne? Wenn man vom Aufwärmen hängt oder was, oder auf der Straße, und dann kommt irgendein Idiot vorbei, irgendein Mensch oder irgendein Deutscher oder was, ja, dann knallt man ihn halt weg, nur weil man Frust auf die ganze scheiß Stadt hat hier, ja. Nichts funktioniert in den ganzen Oberväter hier, wie sie nennen da, ne? Und ich weiß es nicht. Der gesprochen hat, ist bereits zu 1 Jahr und 8 Monaten auf Bewährung verurteilt, wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Die Sozialarbeiter erwecken den Eindruck, als seien sie mit der Dimension der rechten Gewalt überfordert. Ihre Ausbildung ist schlecht. Im Schnellverfahren wurden meist ehemalige DDR-Erzieher nach der Wende umgeschult. Einen professionellen Umgang mit dem Phänomen Rechtsradikalismus gibt es nicht. Die Methoden sind zusammengesucht und selbstgestrickt. Agiert wird aus dem Bauch heraus. Wir stellen uns ganz bewusst auf die Seite derer, die im Volksmund dann die Bösen sind, weil so böse sind sie nämlich gar nicht. Um uns das zu beweisen, versucht sie mit dem stadtbekannten rechten Schläger Mirko ein Interview zu arrangieren. Bei uns ist jetzt ein Fernsehteam und jetzt haben sie aufgebaut und jetzt wollen wir ein paar Minuten da was hineinsprechen. Und nun kann ich denen ja ganz viel erzählen, dass du eigentlich ein ganz netter Junge bist und kein Schläger und kein rechtes Spiel, ein brauner Kampfhund, dass du auch mehr kannst als bellen. Aber pass auf, wenn du Nein sagst, dann ist gut. Dann sag Nein, okay, Schluss, aus, peng. Mirko, mit dem die Sozialarbeiterin so anbiedernd plauderte, wollte nicht. Mirko ist der mutmaßliche Täter, der Kai halb tot schlug. 4 Anklagen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, sind bereits gegen den 17-Jährigen erhoben. Zum Prozess ist es noch nicht gekommen. Es ist Samstagabend. Wir fahren die Treffs der jungen Neonazi-Szene ab. Diejenigen, die kein Geld haben, lungern vor den Kaufhäusern rum. Ein Skintreff, von dem der Bürgermeister schon meinte, ihn schließen zu müssen, ist Monis Bierstube. Die Wirtin ist Mirkos Mutter. Oft soll Mirko hier mit Freunden sitzen. Seine Mutter wirft uns raus, als sie erfährt, dass wir vom Fernsehen sind. Skins sind heute keine da. Ein angetrunkener Gast verteidigt den ramponierten Ruf seiner Kneipe. Das ist ja wohl auch daher gekommen, weil der Sohn von der Wirtin so als Schläger bekannt ist, ne? Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ist ein total lieber Mensch. Wer so eine Scheiße erzählt, der ist total, ne? Kann ich nur so sagen, ist so. Ja. Und ja, wie stehen Sie denn selber so zu Neonazis? Was heißt? Über den Kopf, ist mir zu hoch. 2 Kneipenbesucher kommen raus. Sie haben etwas dagegen, dass wir hier drehen. Wir wollen keine Eskalation. Wir brechen ab. Es geht weiter zu den Jugendclubs. Alles scheint ruhig heute Nacht. Während der nächtlichen Dreharbeiten stehen wir unter Polizeischutz. Die Polizeipräsidentin hat ihn uns empfohlen. Das Risiko, dass wir selbst Zielscheibe rechter Angriffe werden könnten, wäre zu groß. Zu sozialistischen Zeiten waren die Clubs die Jugendtreffs schlechthin. Heute werden die Clubs kaum noch besucht. Sie stehen schon seit langem in dem Ruf, unter rechter Kontrolle zu sein. Obwohl sich die rechten Schläger dort nur noch sporadisch aufhalten, werden die Clubs vorsorglich gemieden. Samstagabend-Disco, der Laden ist leer. Einer der wenigen Gäste gibt seine Pistole an der Garderobe ab. Ich gebe sie grundsätzlich ab. Wie viele Waffen werden denn hier so abgegeben am Abend? Das war ja, das ist nebensächlich. Das hat auch mit mir schon zu tun. Und das ist ja, die Kommentatoren hier. Kommt drauf an, ist unterschiedlich. 2, 3, mehr, weniger. Nächste Station, Victoria Pub. Der Wirt musste sich auch schon an einiges gewöhnen. Wegen des Billardsalons ist sein Lokal auch bei den Rechten beliebt. Die Neonazis vergraulten sein Personal aus Irland. Ich hatte hier irisches Personal. Die sind weg. Warum? Eben wegen dieser Geschichte. Welche Geschichte? Dass sie sich belästigt fühlen, dass sie sich also in irgendeiner Weise nicht wohlfühlen in Schwedt. Und ich bekomme auch kein neues Personal. Ja. Ich bekomme das Personal, oder habe das Personal vermittelt bekommen über Action Recruitment in Dublin. Und
nachdem auch das zweite Mal die Sache nicht geklappt hat, die Leute nicht hier geblieben sind, dann arbeite ich nur mit deutschen Personal. Da geht natürlich ein Stück von Flair verloren. Ja? Das ist auch klar. Damit muss ich leben. Es ist 12 Uhr nachts. Wir müssen unsere Kneipentour in Schwedt abbrechen. Ein Notruf erreicht unsere Schutztruppe. 20 bis 30 Skinheads sollen eine Dorfdisco außerhalb der Stadt überfallen haben. 3 Kilometer vor dem Tatort bleiben unsere 10 Schutzpolizisten stehen. Die Lage ist zu brisant, zu unübersichtlich. Sie warten auf Verstärkung. Als wir am Tatort ankommen, sind die Täter schon weg. Die Gäste sind vollkommen fassungslos. Ich habe mit 5 Mann hier gestanden um sie. Und mit 5 Mann wollten sie mich kalt machen. Da kam das Messer, haben sie versucht, und ich habe sie weggeschubbelt, drin hier in der Kneipe. Und da habe ich noch einen gehabt, der mich weggestoßen hat. Und da kamen sie hinter uns über den Zaun. Ich bin über den Mauer geflüchtet, habe den Pastor gerufen: Herr Pastor, helfen Sie mir, sonst geht kaputt. Und wenn der Pastor nicht aufgemacht hätte, dann hätten sie mich hier, hätten sie mir den Hals umgeschnitten. Wir haben versucht, die Gaststätte zu stürmen. Und dabei ist eben zu den Auseinandersetzungen gekommen und eben ist ziemlich hart, nicht? Leider ist zu spät gekommen, ne, die Polizei jetzt. Und schuld daran, an dem ganzen Schlamassel hier, ist die ganze Politik. Unsere Politik. Wenn wir so eine Politik wie in Amerika hätten, dann wären die nämlich schon längst alle auf dem elektrischen Stuhl gelandet, die Schweine. Die. Der Grund für die Randale? Die Skins wollten sich nicht damit abfinden, Eintritt zu zahlen. Diesen Stein schmissen sie durchs Fenster. Er flog genau ins Spülbecken. Ein Zufall, dass niemand getroffen wurde. Bis auf einige Ältere waren die meisten der Täter noch halbe Kinder. Mit dem Spatenstiel schlugen sie auf den Wirt ein. Die waren ja höchstens 15, 16, 17, also meistens. Ja. Nur in der Masse stark, also ist schlecht. Wo kamen die denn her? Eindeutig von Schwedt, ja. Eindeutig von Schwedt. Die Polizei wurde von den Disco-Gästen gewarnt. Die randalierenden Jugendlichen würden ihren Streifzug in Bernau fortsetzen. Eine Straßensperre hält die Rechtsradikalen auf. Ob es die Täter aus der Disco sind, kann niemand beweisen. Die Personalien werden aufgenommen, gefunden wird nichts. Die Schwedter Jugendlichen dürfen weiterfahren. Und schon gibt es den nächsten Notruf. Skinrandale in einem Schützenhaus im benachbarten Garz. Als die Polizei eintrifft, ist die Schlägerei vorbei. Die Situation hat sich bereits etwas entspannt. Die Polizei führt einen der Angetrunkenen ab. Sonntagmorgen, 3 Uhr. Die Nacht klingt langsam aus. Start in die neue Woche. Von der nächtlichen Randale am Wochenende sind die Kleinen verschont geblieben. Aber die Angst vor den Rechten begleitet sie auf ihrem Schulweg. Eigentlich wollten wir hier einen Lehrer sprechen, der von Neonazis brutal zusammengeschlagen wurde. Von den Kindern hören wir von Schutzgelderpressungen. Nicht nur in Schwedt, ein weit verbreitetes Phänomen. Aber was woanders gewöhnliche Kleinkriminalität ist, hat hier eine Farbe und die ist braun. Ich sollte dann 5 Mark mitbringen oder Zigaretten mitbringen und da gesagt, sehe gar nicht in oder so. Und dann wurde ich dann natürlich dann erstmal aufgedroschen oder so. Was für Leute waren denn das? Ja, wir wissen ja Rechtsradikale aus unserer Schule hier. Und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Weil die sowieso, bis ich so richtig zusammengetreten wurde ich schon noch nicht von denen. Aber was ich schon so gehört habe, ob das Gerüchte sind oder so, das weiß ich nicht. Also, ja, was ich da gehört habe, möchte ich nicht gerne erleben, also von den Jungs da. Das geht schon damit los, dass halt, wenn man was sagt oder so, wenn es irgendwelchen Leuten nicht passt, dann, naja, dann wird man halt zusammenschlagen oder so. Man kann ja überhaupt nicht mehr sagen. Ist, ach, naja. Was sind das denn für Leute, die einem zusammenschlagen? Das ist ja OAB. Ist halt Leuten, die das nicht passt, ne? Meine, geht in alle Richtungen. Ich will ja nicht diskret sagen. Auch der Schulleiter machte Erfahrungen mit einer Gruppe von älteren Schülern, die einem Jüngeren Geld abgenommen hatte. Wir sind gemeinsam in diese Gruppe, die zum Glück noch in der Nähe hier stand, hineingegangen. Es waren so circa 5 bis 7 Schüler, die versucht hatten, eben diesen Jungen nach Geld zu erpressen. Nach langen Diskussionen ist es uns dann gelungen, dass diese Schüler dieses Geld wieder herausgegeben haben. Aber das, was eigentlich dann zum Nachdenken anregt, ist, dass der eine davon sagt, was wollen Sie eigentlich? Ich bin ein Rechter. Und hier verwechselt, dass er als Rechter machen kann, was er will.
Und auf die Frage, was seine Eltern dazu sagen, kommt dann die Antwort, die sind auch rechts. Wie ist es denn bei Ihnen so in den Klassen? Naja, sie fangen an mit seltsamen Parolen hier. Türke, nicht? Du Türke oder mit Ausländern. Also da äußern sie sich negativ. Wir haben vergangenes Jahr, habe ich festgestellt, in einer Klasse, die haben zum Beispiel auch sich darüber geäußert, wenn man zum Beispiel sich einen Döner gekauft hat. Ein Schüler sich einen Döner gekauft hat, das war eben bei Ausländern und sowas isst man eben nicht. Ne? Also da fängt man an dann zu staunen, wie weit das geht. Andererseits fahren sie nach Polen einkaufen. Der Lehrer, mit dem wir sprechen wollten, wurde während eines Konzerts von Rechten brutal zusammengeschlagen. Gehirnerschütterung, Nasenbeinbruch, 10 Tage Krankenhaus. Der Grund für den Überfall, seine liberale Haltung. Vor die Kamera will er nicht. Morddrohungen brachten ihn zum Schweigen. Jeder in der Schule kennt die Geschichte des Lehrers und auch die eines anderen Kollegen, den am selben Abend die Rechten vom Fahrrad rissen. Sein Kopf wurde mehrmals auf den Bordstein geschlagen. Bordsteinsurfen nennen es die Schläger. Beide erstatteten keine Anzeige. Also ist es nicht sehr bedrückend, dass die Leute schon wieder Angst haben, nicht mal eine Anzeige zu erstatten? Das ist bedrückend. Und wir haben schon gesagt, das ist vielleicht wie vor 33 vielleicht ähnlich. Ne? Es gibt ganz viele Parallelen, würde ich denken. Obwohl ich in Geschichte immer nie so gut aufgepasst habe, aber trotzdem ist das genau das, was wir, wo wir Angst vorhaben und wo wir zurzeit uns so richtig ohnmächtig fühlen als Lehrer jetzt hier, die auch mit den Kindern arbeiten. Ne? Die Stadt hatte das Konzert, auf dem der Lehrer zusammengeschlagen wurde, veranstaltet. So wurde es zur Sache des Bürgermeisters, Anzeige zu erstatten. Der Lehrer sagt, es wäre persönlicher Mut von Ihnen, diese Anzeige zu stellen. Ja, klar ist das Mut. Ich habe auch Familie mit 4 Kindern, nicht? Aber ich habe dafür keine Angst. Einfach weil ich sehe, dass die Stadt sonst wirklich in eine Richtung gedrängt wird, die sie nicht verdient hat. Wenn einige wenige, und das sind unter 100, hier versuchen, eine Stadt in den Griff zu bekommen, wirklich in eine bestimmte Richtung, dann ist das ganz besonders schlimm. Und das ist Angriff auf die Demokratie. Nicht auf irgendjemanden, auf mich oder auf jemanden, das ist gar nicht die Frage. Sondern hier wirkt wirklich Demokratie angegriffen, die wir alle verteidigen, die wir alle gerade seit 3 Jahren so richtig erreicht haben. Und jetzt geht der Angriff wirklich in diese Richtung und das kann nicht wahr sein. Und da müssen alle an einem Strang ziehen. Wir konfrontieren ihn mit einem Schreiben aus dem Jugendamt. Eine offizielle Einladung an eine lose Splittergruppe der verbotenen nationalistischen Front. Also das kann nicht wahr sein. Das kann so nicht gehen. Wenn hier die nationalistische Jugend spät angesprochen worden, das ist ja die... Das kann nicht sein, dass wir mit denen reden. Nein, dagegen bin ich. Und wenn das wirklich verwaltungsintern hier so gelaufen ist, dann gibt es ja Ärger. Das ist salonfähig machen dieser Leute. Und da kann ich nicht mehr mitgehen. Dann gibt es hier Konsequenzen. Mit Fehlern wie diesen hat die Stadt die Rechtsradikalen bereits salonfähig gemacht. Es war nicht die einzige Unüberlegtheit, die besonders dem Jugendamt im Umgang mit den Rechten unterlief. Wir fahren zu Sebastian, einem Mitglied der Schweter Antifaschisten. Er und seine Freunde haben nichts mit einer gewaltbereiten autonomen Szene zu tun. Die Antifa will eigentlich nicht viel mehr als zum Beispiel multikulturelle Straßenkonzerte organisieren. Von der kommunalen Jugendarbeit sind sie enttäuscht. Nur die Rechten hätten davon profitiert. Auch Sebastian steht auf der Abschussliste der Rechten. Seit Monaten traut er sich nicht mehr allein auf die Straße. 53 Quadratmeter sind seine Welt, die Wohnung seiner Eltern. Was ist das anderes als echter Terror? Das ist psychisch total belastend, ständig auch bedroht zu werden oder diese Bedrohung zu spüren, jede Nacht irgendwie. Wenn an der Tür irgendwas rauscht oder wenn ich Schritte im Flur höre, dann springe ich sofort auf, gucke erstmal den Spion, ob irgendwer zufällig meine Tür eintreten will. Und das ist schon ziemlich übel. Nur in Begleitung des Kamerateams traut er sich raus. Im Juni hatte er eine Demonstration gegen Rassismus und rechte Gewalt mitorganisiert. Danach machten die Rechten Jagd auf ihn und alle anderen, die sie auf der Demonstration erkannt hatten. 14 Jugendliche wurden zusammengeschlagen. Davon landeten 2 auf der Intensivstation. Wir begleiten Sebastian zu einer Art Bürgerinitiative. Hier treffen sich unter anderem Lehrer und Sozialarbeiter, die rechte Gewalt nicht mehr hinnehmen wollen. Sie treffen sich immer an anderen Orten, wollen nicht, dass der heutige Treffpunkt von außen gefilmt wird. Ungefähr 12 werden kommen. Nur 4 trauen sich, ihr Gesicht vor der Kamera zu zeigen. Ich habe mit Schülern aus meiner 10. Klasse eine Umfrage vor dem Warenhaus gemacht.
Und wir haben Erwachsene befragt bezüglich Gewaltbereitschaft für den Unterricht in politischer Bildung. Und wir sind so auf 33% gekommen, die das befürworten. Also sowohl gegen Ausländer als auch also die, für rechte Gewalt in Schwedt. Es war keine repräsentative Umfrage, das waren 100 Mann, die wir da befragt haben. Aber immerhin, es lässt tief blicken, finde ich. Erwachsen. Also ich denke, Erwachsen. Wir haben ja eine ganze Reihe an Analysen dazu auch gemacht in letzter Zeit und seit Juni, Juli. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall so eine ganze Reihe wirklicher Kader, auch von Parteien wie Sozialrevolutionäre Arbeiterpartei, diese SRA, ist früher Nationalistische Front. Vielleicht, ich schätze mal, 5, 6, 7 Kader sind es auf jeden Fall, die hier in Schwedt wohnhaft sind. Dann kommt ein Kern von so einer Schlägertruppe, wenn man so will. Vielleicht auch so 20, 30. So, und dann gibt es aber rings um diese Sache noch eine Riesenmenge an Mitläufern und Sympathisanten, die sie jederzeit rekrutieren können, wo sie jederzeit gerade an Schulen hingehen können oder bei den Diskos, wenn Wochenende welche sind, jederzeit mindestens so 150, 200 Leute zusammenkriegen können. Das ist überhaupt gar kein Problem und die auch alles in der Hinsicht mitmachen. Im Wohnkomplex 6 suchen wir Sven Hansen und Steffen Wünschel, Führungskader der organisierten Rechten, so der Verfassungsschutz. Da jedoch rechtsextreme Parteien in Schwedt kaum in Erscheinung treten, ist für die Verfassungsschützer die Oderstadt ein Ort wie viele andere. Mehrmals versuchen wir mit Wünsche und Hansen Kontakt aufzunehmen. Wir wissen, dass sie da sind, doch sie wollen uns nicht öffnen. Unten auf der Straße lernen wir zufällig Arne kennen. Wie wir später hören, wäre er gerne Mitglied einer Partei. Doch die er bevorzugt, sind verboten. Arne ist gut munitioniert mit ideologischen Phrasen. Kein Zögern, wenn es um die politischen Ziele geht. Was wollt ihr denn erreichen eigentlich? Ein nationales Vaterland, ein reines Vaterland, die altdeutschen Grenzen, Aufhebung der Mietwucher, Umweltschutz im globalen Sinne, finanzielle Mittel für das Pflegedürftige, radikales Ausländerstopp und. Bist du denn so mit anderen zusammen, so, die so ähnlich denken? Und seid ihr viele oder nur so ein paar Leutchen? Das sind ziemlich viele hier in Schwedt. Wie würdest du das denn so einschätzen, so von der Menge her? Also das ist ziemlich unbeschränkt. Ein paar hundert auf alle Fälle. Die auch so zusammenstehen und zusammenhalten, wenn irgendwas sein soll. Und dann halten wir ja noch mit anderen Städten zusammen. Freienwalde, Fürstenwalde, Berlin, Dresden, Rostock. Die ganzen Städte. So mit so ein paar hundert Leuten kann man ja so eine Stadt eigentlich ganz gut im Griff haben. Ne? Jo. Bloß wir meistens sehen wir, erstens hängen wir immer bei unseren Treffs rum und dann sind wir wieder ruhig, weil hier in Schwedt gibt es für uns nichts mehr zu tun. Wir haben es hier erreicht. Markige Sprüche eines Halbstarken. Arne sieht sich seinem Ziel nahe und so geht er gelassen dem Abend entgegen. Er muss noch unter den Rasierer, dann will er auf eine Party zum Saufen. Untergewichtige Jungs, das kann man ja so eine Stadt eigentlich ganz gut im Griff haben. Jo. Bloß wir meistens sehen wir, erstens hängen wir immer bei unseren Treffs rum und dann sind wir ruhig, weil hier in Schwedt gibt es für uns nichts mehr zu tun. Wir haben es hier erreicht. Markige Sprüche eines Halbstarken. Arne sieht sich seinem Ziel nahe. Und so geht er gelassen dem Abend entgegen. Er muss noch unter den Rasierer, dann will er auf eine Party zum Saufen. Unsere letzte Verabredung haben wir mit Andreas. Er verlässt in diesen Tagen die Stadt. Die Drohungen der Rechten zeigen Wirkung. Für andere wie Andreas scheint hier kein Platz mehr zu sein. Es sind natürlich die Herren mit den sehr kurzen Haaren. Also da gibt es keine Frage, also sie diktieren hier das Geschehen. Es reicht eigentlich schon, anders zu sein. Also man muss nicht mal links oder Antifa sein. Also es reicht, anders zu sein. Und schon kommt man ins Visier. Und das fängt dann ein paar persönlichen Rangeleien an, in der Schule, in den Klassen auch. Und hört dann eben in der Diskothek oder danach eben mit dem Zusammenschlagen auf. Die Bevölkerung verhält sich, also sie ordnet sich unter. Sie passt ihren Lebensstil in der Art, wie sie zum Beispiel Veranstaltungen besuchen oder nicht, sie passen sich an, sie müssen sich anpassen einfach. Das ist der Zwang, weil solange du alleine bist, das gilt für jeden hier in Schwedt, machen sie dich ein, nicht?
Ja, das waren also kurze Ausschnitte über das Schwedt von 1993. Über das Schwedt von heute wollen wir reden. Eine Frage. Ja, das waren also kurze Ausschnitte über das Schwedt. Mal in die Tiefen des... Die Bevölkerung verhält sich, also sie ordnet sich unter. Sie passt ihren Lebensstil in der Art, wie sie zum Beispiel Veranstaltungen besuchen oder nicht. Sie passen sich an, sie müssen sich anpassen einfach. Das ist der Zwang, weil solange du alleine bist, das gilt für jeden hier in Schwedt, machen sie dich ein, nicht? ...30 Jahren Polizist, kam aus Nordrhein-Westfalen. Mit Peter Wagner, einem Beobachter der Szene, schon zu DDR-Zeiten, muss man sagen. Heute gehört er zu dem Beratungsteam der Ausländerbeauftragten des Landes Brandenburg, Almut Berger. Weiterhin wollen wir reden mit Rolf Grünebaum, Pressesprecher, Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg. Er sagt, repressive Maßnahmen seien das letzte Mittel. Wir wollen reden mit Kai Appelt, Schweter, der jetzt in Berlin studiert, in den Augen der Rechten ein Undeutscher. Er wurde Opfer, lebensgefährlich verletzt, lag 4 Tage im Koma. Wir haben ihn gesehen im Film eben. Und mit Robert, ebenfalls aus Schwedt kommt er, muss sich zu Hause ebenfalls verdrücken, gehört zur linken Szene und fühlt sich auf dem Abstellgleis. Er sagt, von der Jugendarbeit in Schwedt profitieren nur die Rechten. Peter Schauer, zunächst zu Ihnen. Man sagt ja nicht von ohnehin, das Klima des Terrors braucht ein entsprechendes Umfeld. Nun haben wir den Film gesehen, das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr sagten Sie auch, es müssen neue Konzepte her, wir müssen über neue Konzepte nachdenken. Was ist seitdem getan worden? Was haben Sie seitdem getan? Ja, ich glaube, die Stadt hat, der Erfolg dieser Veränderung in Schweden hat viele Väter. Einige Väter sitzen hier, einige Väter sitzen im Auditorium. Und ich glaube, ich kann ganz offen sagen, eine ihrer Kolleginnen vom ORB hat mir selbst das beste Kompliment gegeben, dass einiges in Schwedt passiert ist. Nämlich im Mai zum Challenge Day hat sie gesagt, wir kommen nicht nach Schwedt, es gibt momentan in Schwedt nichts zu berichten. Was Besseres kann man gar nicht hören. Ich will damit nicht sagen, dass wir alle Probleme los haben. Aber das war ein Kompliment, dass doch einiges hier in Schwedt passiert ist. Und so besser dort gereicht worden ist. Und das, wie gesagt, der Erfolg hat viele Väter und das kann man nicht mit 1 oder 2 bezeichnen, da muss man konzertiert, gemeinsam was tun. Und ich denke, da ist einiges passiert und viele haben dazu beigetragen. Klaus Wiese, ist es besser geworden oder eher schlimmer in Ihren Augen? Ja, wenn wir erstmal nüchterne Zahlen betrachten, so ist festzustellen, dass wir in diesem Jahr bis einschließlich, ja heute muss ich sagen, einen Rückgang der politisch motivierten Gewalt oder überhaupt der Straftaten in Schwedt, in der Stadt Schwedt, von etwa 70% zu verzeichnen haben. Der Gewalttaten, die angezeigt werden? Die angezeigt werden, ist klar. Es gibt sicher auch hier ein Dunkelfeld, Dunkelziffern, aber die entzieht sich natürlich unseren genaueren Beurteilungen. Aber ich nehme an, dieser Trend zeigt ganz deutlich, dass eine Menge geschehen ist. Und wie Herr Schauer schon richtig sagte, das ist keine Einzelaktion gewesen. Wir haben also in vielen Aktionen, Initiativen versucht, eine Umkehr hier reinzubringen und das ist uns gelungen, offenkundig. Obwohl, das muss man auch gleich sagen, der positive Trend landesweit zu verzeichnen ist. Herr Grünebaum, hatte Herr Schauer gesagt, der Erfolg hat viele Väter. Er hatte vor einem Jahr aber auch gesagt, er fühlt sich ein bisschen von der Justiz alleingelassen. Wie ist es, hat man in Schwedt immer noch 2 Richter nur? Also die Situation bei den Strafgerichten vermag ich jetzt nicht einzuschätzen. Auf der Seite der Staatsanwaltschaft ist es jedenfalls so geschehen, dass allerdings nicht nur wegen Schwedt, sondern vorher auch schon Sonderdezernate gebildet worden sind und auf diese Art und Weise eine qualitativ bessere Erledigung der Verfahren stattgefunden hat. Na, wie schnell geht das jetzt so? Zwischen Ermitteln, zwischen Festnehmen und Verurteilen? Wie groß ist der Zeitraum? Also das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, weil das auf jeden Einzelfall ankommt. Im Prinzip ist es aber inzwischen so, dass wenn die Sachen von der Polizei ausermittelt bei der Staatsanwaltschaft eingehen, und das ist überwiegend der Fall, wird auch sofort eine Abschlussentscheidung getroffen. Haben Sie da Prioritäten gesetzt bei den rechten Gewalttaten? Die Prioritäten sind dadurch gesetzt worden, wie ich es bereits eben erwähnte, dass wir Personalverstärkungen in dem Bereich dieser gebildeten Sonderabteilung vorgenommen haben. Das heißt, dort sitzen mehr Kollegen, die weniger Fälle bearbeiten. Bernd Wagner, wenn man hört, also
In der Stadt Schwedt ist es schon etwas besser geworden, wenn man vielleicht auch auf die Wahl schaut und sieht, dass die rechtsextremen Parteien da keine große Chance hatten. Wenn man hört, dass die Bevölkerung, dass die Rechtsextremen bei der Bevölkerung weniger Rückhalt haben, da sollten wir alle zufrieden sein. Das war's denn, oder? Ja, ich denke, dass man nicht zufrieden sein kann. Sicherlich zeigen die Entwicklungen im Bereich der Gewaltstraftaten einen leichten Abschwung. In einigen Städten des Landes Brandenburg sogar einen deutlichen. Die 70% sind ja tatsächlich der Fall. Allerdings kann man nicht verkennen, dass sich auch Veränderungsvorgänge in der rechtsextremen Szenenlandschaft in den letzten Jahren ergeben haben, dass zu subtileren Methoden der rechtsextremen Agitation, Propaganda, aber auch anderer rechtsextremistischer Aktivitäten gegriffen wird, dass sich auch das Organisations- und Kommunikationsmodell verändert hat. Und natürlich ein ganz wichtiger, aber negativer Prozess, rechtsextreme Ideologiestücken zunehmend bei jüngeren Jugendlichen und Kindern Platz greifen. Ich sage, rechtsextreme Ideologiestücken wandern in die Kinder- und Jugendzimmer, auch in die Schulklassen. Und das ist eigentlich ein sehr negativer Prozess, den man mit sehr großer Aufmerksamkeit verfolgen muss und den man natürlich mit ganz gezielten, professionellen Methoden im Bereich der Pädagogik, der Sozialpädagogik, aber auch der kommunalen Politikbildung begegnen muss. Was macht diese Szene gerade für die Kleineren attraktiv? Wenn Sie gerade sprechen, die Jüngsten sind da noch, also sind da zu Gange, in den Kinderzimmern passiert das? Was denken Sie? Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ältere Jugendliche auf die Jüngeren eine große Anziehungskraft ausüben, insbesondere durch den Mechanismus Teilhabe an der Macht. Also sie spüren sehr deutlich, dass jene Gruppen von älteren Jugendlichen eine große Machtposition in einer Kommune, ich bleibe mal nicht nur bei Schwedt, das ist also auch in anderen Kommunen der Fall, eine große Machtposition präsentieren. Und dann ist man natürlich bestrebt, dieser dominanten Szene zuzugehören. Und man kann sich natürlich aus Erfahrungen im Elternhaus, aus Diskussionen auch vorstellen, dass die dort vorgetragenen Vorstellungen also für einen selber auch akzeptabel sind, also gegen Ausländer zu sein, oder auch gegen andere Leute zu sein, die in ihren Augen als undeutsch gelten. Dazu gehört eine ganz reichhaltige Palette von Menschen, von verschiedenen Gruppen. Und dazu gehören beispielsweise Behinderte ebenso wie sogenannte Asseln, wie das also in der rechtsextremen Szenenlandschaft terminisiert wird. Aber auch die sogenannten linken Säcken gehören dazu, sodass also ein sehr reichhaltiges Spektrum von Ansätzen von Feindbildern oder auch aus formulierten und ausgeformten Feindbildern besteht. Eine Gesinnung, die ein wenig gesellschaftsfähiger wird. Die wird durchaus gesellschaftsfähiger. Man spricht heute durchaus, auch im Bereich der Politologie, aber auch im Bereich der Kriminologie und Sozialpädagogik, von einem Hineinwandern in die gesellschaftliche Mitte solcher gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Kai, wenn du heute, ich sag mal du jetzt einfach, wenn du heute durch Schwedt läufst, ist es ein anderes Klima als noch vor einem Jahr, wo man dir heftig eins drüber gezogen hat? Naja, also wenn ich tagsüber durch Schwedt laufe, da geht's eigentlich. Aber so, wenn es dunkel wird, nicht, lieber nicht, aus Sicherheitsgründen. Weil das ist immer noch da, dass die rechtsextremen Jugendlichen sich eben vor den Kaufhäusern oder an den Tankstellen besonders rumtreiben und auch massiv da sind. Und wenn man dann eben als Einzelner oder kleine Gruppe dort hineingerät, dann kommt es eben sofort zur Auseinandersetzung. Sind das ähnliche Erfahrungen, Robert, die ihr macht? Müsst ihr euch verkriechen? Müsst ihr euch verstecken? Ja, verstecken teilweise schon. Also zum Beispiel bei Veranstaltungen so muss man echt extrem vorsichtig sein, um nicht ein Ding aufs Maul zu kriegen. Dabei ist aber in der Gruppe, halt wenn wir in der Gruppe sind, passiert viel weniger als bei, wenn einzelne Leute abends unterwegs sind. Also die werden öfters mal angegriffen oder dumm angemacht. Hat sich nach deinem Gefühl die Situation hier in Schwedt für euch verändert? Das heißt, gibt es Angebote auch von der Stadt, wo ihr sagt, ihr geht ja gerne hin jetzt am Abend, da könnt ihr euch treffen, ohne Angst? Ja, für die breite Masse wird halt schon was getan, so an Veranstaltungen. Aber halt für ganz spezielle Geschmäcker, also wie halt auch für unsere Szene wird so gut wie nichts gemacht. Also das antifaschistische Aktionsbund, das hat immer noch keinen Raum und zurzeit gibt es also wirklich keinen sicheren Club, wo man sich treffen kann.
Herr Schauer, da hat man ja gesehen, gerade auch in dem Film, da wurde vom Jugendamt, von der Seite des Jugendamtes doch ziemlich gut mit den rechten Gruppen zusammengearbeitet, sage ich erstmal in Anführungszeichen. Gibt es jetzt irgendwelche Schwierigkeiten, der linken Szene einen gewissen Raum zu geben, oder wie sieht das aus? Ich darf gleich nochmal sagen, ich weiß nicht, woher die Information stammt, dass wir mit den rechten Gruppen permanent zusammengearbeitet haben. Das ist einfach falsch, das war in dem Film schon falsch. Das heißt, auch, diese Freundlichkeit zwischen der das Frau ist einfach, bestand das ist ein, nicht? Das muss ich einfach von mir weisen, das ist einfach falsch. Man kann mir bestimmt recht geben, ich war vor etwa ein Vierteljahr gemeinsam mit anderen in diesem Hit hier nebenan. Da waren gerade diese Jugendlichen, um die es geht, um diese rechten Anwesen, die haben von mir massiv wieder einen Raum gefordert. Was kann eine Stadt denn tun, als vehement dagegen vorgehen, sagen wir, kriegt keinen Raum wieder. Es war damals sicherlich ein Fehler, von wem auch immer, aber es passiert nicht wieder. Wir werden den Leuten keinen Raum mehr geben, denn wir würden sie dann hoffähig machen damit. Ich sage aber noch was anderes. Es wird immer gefordert, den Linken den rechten Raum zu geben, oder den rechten, nicht, aber den Linken Raum zu geben. Das ist meine Grundeinstellung. Der Mensch lebt mit den Menschen gemeinsam. Man muss natürlich versuchen, vernünftig miteinander auszukommen. Nicht mit den Rechten, das will ich ganz klar ausklammern. Aber ich bin eigentlich der Meinung, es wurde gesagt in dem Film, dass die Stadt wenig anbietet. Fragen Sie doch mal die anwesenden freien Träger. Es wird eine Riesenmenge angeboten. Und man muss einfach diese Dinge nutzen. Seit wann wird das angeboten? Das wird schon immer angeboten. Das ist immer zunehmend besser geworden. Auch im letzten Jahr wäre es nicht besser geworden. Wir haben einige freie Träger begeben, die wunderbare Angebote oder sehr ausgiebige Angebote machen. Und ich wehre mich dagegen, dass man die Menschen einteilt in links und rechts und vorne und hinten. Man muss versuchen, miteinander auszukommen. Die Erwachsenen müssen es doch auch. Und dann lassen Sie doch immer die Diskussion, den Linken einen Raum zu geben. Nutzen doch eine von diesen 8 Möglichkeiten, ich habe sie aufgeschrieben. 8 große Möglichkeiten gibt es in Schwedt, wo man Jugendarbeit machen kann. Da muss doch ein Raum dabei sein, den man nutzen kann, eine Möglichkeit. Das kann man doch nicht pauschal ablehnen. Wird das angenommen von den Jugendlichen? Das wird doch zum Großen angenommen. Die freien Träger sind ja hier, sie mögen sich doch bitte mal äußern, die können sich ja dann fragen. Ist eigentlich Ihre offene Jugendarbeit, die Sie ja noch so vor einem Jahr praktiziert haben, ist die gescheitert in Ihren Augen? Ich kann nicht sagen, dass sie gescheitert ist. Wir haben ein breites Angebot. Nehmen Sie einfach die Tageszeitung aus, dass jeden Tag eine ganze Seite von Angeboten querbeet für alle Dinge, von Sport über Kultur, über Jugend. Ich meine jetzt die, wo bei Veranstaltungen angenommen. Rechte wie auch linke Ordner so pauschal, welche sie erstmal einfach eintakten, dort angeheuert wurden. Es gibt eine Arbeitsgruppe momentan, das heißt, die sind ins Leben gerufen worden mit der Polizei, Jugendamt, Verwaltung, Ordnungsamt. Und diese Arbeitsgruppe tagt immer vor Jugendveranstaltungen und versucht dort eine Möglichkeit zu finden, wie gemeinsam mit der Ordnungsmacht der Polizei die Sicherheit gewährleistet werden kann. Das funktioniert eigentlich seit einem Jahr relativ gut oder sehr gut, kann ich sagen, dass man auf Brennpunkte eingeht, dass die Polizei besonders präsent ist im Hintergrund, versteckt, damit es nicht so vordergründig ist. Das funktioniert sehr gut eigentlich, denke ich schon. Man sollte diese Angebote annehmen und wir werden dann auch weiter dafür sorgen, dass diese Jugendveranstaltungen geschützt werden und nicht mit linken, rechten oder was weiß ich, Verordnungen installiert werden. Herr Wagner, was denken Sie? Sie hatten gesagt, die Szene hat sich verändert. Hat sie sich zerfasert oder ist sie nur in Rückendeckung? Sie hat sich überhaupt nicht zerfasert. Sie hat sich also teilweise umstrukturiert. Es gibt einen seit etwa 1,5 bis 2 Jahren wahrnehmbaren Trend zu autonomen Strukturen. Das hat einerseits mit den Verboten des Bundesinnenministers zu tun, gegenüber einigen Organisationen, insbesondere hier in diesem Raum, gegenüber der Nationalistischen Front, die ja trotz alledem mit ihrer Parallelorganisation Sozialrevolutionäre Arbeiterfront nach wie vor präsent ist, auch mit ihren Umfeldstrukturen. Aber in dieser Szene hat man sehr deutlich darüber nachgedacht, dass man der Repressionsqualität des Staates entgehen möchte, indem man autonome Gruppen schafft, die natürlich ideologisch das gleiche Geschäft betreiben wie ihre Vorläuferorganisationen und natürlich gleichermaßen Respektsstrukturen in den Kommunen errichten möchten. In einigen Kommunen ist es etwas deutlicher präsent und durchgesetzt, in anderen Kommunen ist das also so nicht der Fall. Da gibt es also ganz verschiedene Ursachen, warum das so ist. Aber dieser Trend zur Autonomie im rechtsextremen Spektrum bei etwa dem Modell, was auch in dem Film sehr sichtbar wurde, eine kleine Kaderorganisation, also ein engerer Führungszirkel, der Strategie und Taktik in Kommune und überregionalen Zusammenhängen diskutiert. Dann einen etwas weiteren Umkreis von vertrauenswürdigen, im Sinne der Szene vertrauenswürdigen Leuten. Und dann ein recht diffuses, breit gefächertes, von den Kommunikationsstrukturen sehr heterogenes Feld, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen versehen, was also Gewalt und rechtsextreme Ideologie betrifft.
Das ist also sehr funktional und kann jederzeit natürlich aktiviert werden. Dann gibt es noch einen zweiten Faktor, den man einwerfen muss. Seitdem die Ereignisse in Rostock und anderen Städten, vor allen Dingen der neuen Bundesländer, abgeklungen waren vor Asylbewerberheimen, gab es auch in den Kreisen der sozialrevolutionären Arbeiterfront um den Führer Andreas Pohl eine ausgiebige Diskussion, wie man weiter verfahren möge. Und beispielsweise im Oktoberheft der szeneinternen Zeitschrift von Thal hat Andreas Pohl in einem Interview sehr deutlich gemacht, dass es jetzt darauf ankomme, die Gewalt gegenüber Ausländern, aber auch gegenüber den Linken,